Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, ohne Unterwäsche im Alltag unterwegs, pure Erotik und Leidenschaft oder der ultimative Abturner. Was dafür, was dagegen spricht, welche Erfahrung ich gesammelt habe in meiner Arbeit, das möchte ich gerne nach dem Intro mit dir teilen. Also wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dran. Nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Mein Name ist Maike, ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Kanals und Podcasts. Und meine Mission ist es, dir auf der Partnersuche wieder den Spaß an neuen Begegnungen zurückzugeben, dir unkonventionelle Denk- und Herangehensweisen zu zeigen und vor allen Dingen Datefrust in Freude zu tauschen. Meine Videos sind generell geschlechterneutral. Ja, also drehst dir bitte um, je nach sexueller Orientierung. Ich spreche gleich aus der weiblichen Sicht, in der weiblichen Form, weil ich natürlich eine bin und das Gender nicht mag. Hier ist aber jeder willkommen. Also drehst dir einfach je nach sexueller Orientierung um. Und wenn dir gefällt, was du hier siehst und hörst, dann freue ich mich natürlich, wenn du meine Arbeit mit einem Like oder auch mit einem Abo unterstützt. Das hilft mir ganz einfach, meine Arbeit aus- und aufzubauen. An dieser Stelle auch ein dickes Danke für alle neuen Abos, für jeden Kommentar, für jedes Like. Ich freue mich da immer drüber. Es erreichen mich auch regelmäßig Feedbacks per E-Mail, ganz diskret. Auch dafür an dieser Stelle ein dickes Danke, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt und mir hilft, dass diese Community immer weiter wächst und wächst und wächst. Dankeschön. So, und jetzt starten wir rein zum polarisierenden Thema keine Unterwäsche im Alltag. Manche finden es super erotisch, manche finden es eklig. Und genau das möchte ich heute mal beleuchten. Was spricht eigentlich dafür? Was spricht dagegen? Wie immer gibt es hier kein richtig und kein falsch. Es soll dir einfach nur ein paar Perspektiven aufzeigen, im Idealfall auch ein paar Aha-Momente schenken. Also horch gerne rein und wenn du magst, hinterlass auch gerne deine Einstellung dazu im Kommentar unter dem Video. Fangen wir mal an, was ich gerade gesagt habe. Ja, manch einen kickt das total, dieser Gedanke, egal ob Mann oder Frau, dass dein Gegenüber nichts drunter trägt. Ja, so dieses Verruchte, ich sage mal dieses vielleicht allzeit Zugängliche, nenne ich es mal so. Ja, so da springt dann halt bei vielen, bei Männern wie Frauen, einfach das Kopfkino an. Ja, wo das so, wie gesagt, eben was Verruchtes hat, was Erotisches. Genau. Was vielleicht auch die Leidenschaft fördert, anknüpft, ja, das Kopfkino auf jeden Fall, wenn man sich das so vorstellt. Und natürlich ganz besonders im Sommer, wenn Frau Kleid oder Rock trägt, noch mehr als unter der Hose. Das ist so die eine Kombination, ja, die das total erotisch und anziehend finden, diese Vorstellung. Ja. Dann gibt es das andere Lager, die sagen, boah, total eklig. Ja, wenn ich mich damit zum Beispiel in die U-Bahn setze oder ins Restaurant und ich habe nichts drunter, möchte ich nicht. Aus hygienischen Gründen oder auch was die getragene Kleidung mitdingt. Ja, die sagen, ich finde es eklig, wenn ich zwischendurch auf Toilette gehe und dann setze ich mich da wieder mit meinem Kleid oder mit meiner Hose hin. Mag ich nicht, dieses Gefühl. Und die anderen, die das auch nicht so kickt, ist dann die Fraktion, die sagt, dass sie unglaublich gerne schöne Unterwäsche angucken und auch unglaublich gerne auspacken. Ja, die das also eher kickt, wenn sie was zum Auspacken haben und auch visuell erotische Unterwäsche sehen, wie Spitze und was auch immer. Also das sind so die drei Lager, die ich eigentlich immer, immer wieder höre in meiner Arbeit. Manche sagen auch, okay, sie machen es. Aber dann wirklich in Anführungsstrichen vorsätzlich verabredet, wenn sie zum Beispiel auf dem Weg zum Date sind, ja, dann hat das natürlich auch eine ganz andere
Qualität, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, auf dem Weg zu einem Date, egal ob ich im Auto sitze, im Bus, in der U-Bahn, und ich weiß, okay, ich komme jetzt so in diese Verabredung. Hat das nochmal eine ganz andere Qualität, weil es ja dann in Anführungsstrichen halbwegs privat ist, weil ich dann in Anführungsstrichen nur diesen mehr oder weniger kurzen Weg habe, den ich so zurücklege. So, das wäre auch noch eine Option, und manche kickt es aber, wenn sie das ganz normal im Alltag so handhaben. Ja, beim Einkaufen, auf der Arbeit, wo auch immer. Und ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, wie du zu dem Thema stehst, ob es dich eher anmacht, dieser Gedanke, ob es dein Kopfkino, deine Leidenschaft, deine Lust vielleicht wächst, wenn du weißt, dass dein Gegenüber ohne Unterwäsche rumläuft, oder ob du sagst, nee, ich gehöre eher zu denjenigen, die das unhygienisch finden oder die eher gerne was zum Auspacken haben. Ich mag dieses Gefühl, ich habe noch was zum Auspacken. Ich freue mich, wenn du mir deine Meinung und deine Erfahrung im Kommentar hinterlässt. Ich wollte dir einfach mal ein paar Impulse geben. Da könnte ich natürlich jetzt auch noch unglaublich lange darüber sprechen, über dieses Thema, weil natürlich jeder andere Argumente dafür hat. Manch einer sagt auch, Mensch, im Sommer ist das total angenehm. Es ist luftig, es kühlt. Ja, es ist vielleicht auch bequem, auch für Männer, weil nichts drückt und kneift und eingeengt ist. Also es kann auch manchmal ganz pragmatische Gründe haben. Oder ich bin, nur mal kurz raus zum Bäcker und habe keine Lust, mir da was drunter anzuziehen, unter den Jogger oder ähnliches. Ja, also das können auch manchmal Gründe sein. Aber lass es mich gerne mal wissen, ob du es im Alltag praktiziert, ob du es privat praktiziert, ob du es gar nicht praktizierst und was dir es gibt oder was dir es nicht gibt. Das waren mal so ein paar gesammelte Eindrücke aus meiner Arbeit. Ich freue mich auf dein Feedback im Kommentar und freue mich natürlich auch, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Und wenn du mehr von solchen Inspirationen und Aha-Momenten möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, in meine Membership Love in the Pocket zu kommen, die jetzt ganz frisch im September anläuft. Das verlinke ich auch im Infokasten, genauso natürlich wie alles weitere rund um meine Arbeit, weil ich mache nicht hier nur Videos und ich gebe auch nicht nur Workshops, sondern ich gebe vor allem 1:1 Begleitungen, die längerfristig laufen, um dir die Abkürzung in eine erfüllte Partnerschaft zu zeigen und vor allen Dingen, um dir auch neue Denk- und Herangehensweisen zu zeigen. Denn wenn du andere Ergebnisse im Außen möchtest, dann musst du auch anders handeln und denken, weil sonst dreht sich das Hamsterrad immer weiter. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich das nächste Mal und sage, hab einen schönen Tag, eine schöne Woche, wann immer du dieses Video siehst. Bis zum nächsten Mal. Maike.